Hey, hey, yo, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Heute werden wir zu einem Filmstar. Also so wie im echten Leben. Yay. Genau, in der letzten Folge, falls ihr die verpasst habt, ihr tut mir so leid. Da sind wir gegen Jetskis gefahren und mit so einem, mit so einem Wrestler. Es ist ganz, ganz, ganz viel Spannendes passiert und heute werden wir zum Filmstar. Genau. Großartig. Sie filmen den neuen Vanguard Force-Teil und der Star Frankie Borman fragte nach dir. Ich glaube zwar, ihr beiden seht euch nicht sonderlich ähnlich, aber Frankie scheint echt deine Hilfe zu brauchen. Wo muss ich hin? 15 Kilometer. Und, ja, wir sehen uns gleich. So, und da sind wir wieder, Leute. Da vorne ist unser Ziel, wir werden jetzt zum Filmstar. Ich freue mich schon. Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass es richtig weird wird. Ja, ich sehe nichts. Hier. Ja. Du hast dein Ziel erreicht. V10 heißt der Film. Oh. Da gibt's aber viel. Ich glaube, das teile ich dann in 2 oder 3 Folgen auf. Mal gucken. Aber jetzt werden wir erstmal zum Filmstar. Ich habe keinen Ton mehr. Wow. Ah, okay. Wie ein Blick in den Spiegel. Ja, oder? Ich meine, das perfekte Stunt-Double ist doch ein Zwilling. Du meintest, du willst Fahrstunden. Dann steig ein. Fahren wir. Okay. Dann let's go. Da ist dieser neue Film. Vanguard Force 10. Ja, ich habe die Teaser gesehen. Und im letzten Teil bin ich ein paar Stunts gefahren. Der Regisseur will, dass wir unsere ganzen Stunts selbst machen. Ich muss also ziemlich gut werden. Du hast die Messlatte ziemlich hochgelegt. Hui. Ja, ich bin aber Profifahrer. Stunts selbst machen? Ich will mal sehen, was wir machen können. Kann ich hier einfach abkürzen oder muss ich auf dem Weg fahren? Bestimmt darf ich abkürzen. Das ist der Stockholm Slide? Ja. Genau, sehe ich auch so. Der Stockholm Slide. Keine Ahnung, was das ist. Aber wird schon richtig sein. Ah, ja, ja. Wir haben eine zeitliche Grenze, also da steht, wir haben noch eine Minute Zeit, der hat uns gerade überholt, oder? Okay, das heißt, wir wären auf dem Weg schneller gewesen. Dann spulen wir doch nochmal zurück. Perfekt. Und fahren ein Stück weiter rechts vielleicht. Ja, perfekto. Na gut, der ist weiter hinter uns. Die Zeit ist mit zurückgegangen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen, richtig. No way. Also irgendwie... Fahrttechnisch bin ich gerade nicht gegen zu der Profi. So, da haben wir es. Muss ich hier abbremsen? Nee, okay, das passt schon so. Schon angefangen. Es ist zwecklos. Ich überzeuge Victor Garcia Hernandez nie im Leben als Fahrer oder seriöser Schauspieler. Ich habe da so eine Idee. Es besteht hier ja eine gewisse Ähnlichkeit. Wie wär's, wenn wir niemandem was sagen und... Und du übernimmst das Fahren und ich das Schauspieler? Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, bestimmt. 3 Sterne. Yes! Das war gut, also ihr müsst ja einfach quer durchfahren. Das wird schon, ich bin gar nicht richtig platziert, ich sehe es gerade. So. Ja. So. Dann gehe ich ein Stück nach da, dass ihr die Karte noch sehen könnt. Oh, wir haben einen Wheelspin. Ich will den Wheelspin einsetzen. Nein. 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 Den Wheelspin. Irgendeinen Buggy, von dem ich noch nie was gehört habe.
Perfekt. So. Muss das Mikrofon ein Stück weiter runternehmen, dass das nicht so ein Bild ist. Okay. Was haben wir noch was? Oh, zwei Nachrichten. Ja. Und eine Neuigkeit. Ja, irgendwas mit Reporten und ein Geschenk. Zwei Super Wheelspins, Leute. Da muss jetzt aber was Gutes rauskommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Geld, Geld, Geld. Ja, das ist okay. Das ist so das normale Einkommen. Yo. Aber diesmal nicht nur Geld. Oh, einen... Ist das ein Porsche? Ja. Oh, das ist der aus der Anfangs-Cutscene. Ich wusste gar nicht, dass man den bekommen kann. Steht immer noch was bei Nachrichtenzentrale. Oh, meine Statistiken. Da können wir auch gleich reingucken. Meine Statistiken. Bin schon 9 Stunden rumgefahren. 62 Mal habe ich gewonnen. Mein Lieblingsauto sei der Apollo, oder? Das ist okay. Mein wertvollstes Auto ist der Königsegg. Okay. Geld habe ich auch schon eigentlich ganz gut. Mein Lieblingsradiosender ist Horizon XS. Ich glaube auch nicht, dass man das ändern kann. Aber gut. Ich glaube, da war noch was mit Autos. Ah, 5 Automeisterungen. Ja, geben wir das Tierchen was anderes und im Fuhrpark stehen, dass wir 2 neue Autos haben. Genau. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Wie weit muss ich fahren? Na, nicht so weit. Da kann man das abkürzen. Warte mal. Ah, ich glaube nicht, dass man das abkürzen kann. Nee, kann man nicht. Gut, dann gibt es an der Stelle wieder einen Schnitt. Uah, also auf in die zweite Runde. Noch 500 Meter circa. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt nicht hier runterfallen. Hier geht es nämlich ziemlich steil runter. Was ist das hier? Caution. Filming-Prozess. Oh, da steht so ein Filmarm. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, fortfahren mit der Story. Ja, dann würde ich das jetzt direkt als nächstes machen. Oh, ich habe sogar diesmal die Maus aus dem Bild genommen. Hier, seht ihr, ich habe dazugelernt. Heute bin ich professionell. Keine Sorge wegen des Dialogs. Ich habe jetzt... Das machen wir später. Konzentrier dich aufs Fahren. Okay, Mike. Geht klar. Komm nach dem Schnitt zu mir. Ich besorge dir ein paar Lutschtabletten. Ich habe jetzt schon 18 Minuten aufgenommen. Jetzt schon. Szene 15, Downhill-Fluchtsequenz, Action! Und was flüchte ich denn? Und das ist die erste Filmszene. Kein Intro, direkt die Verfolgungsjagd im Auto. Nun gut, du bist das Genie. Sehr gut, Mike, ich bin im Hubschrauber. Ich bin gespannt, was dein Fahrer so drauf hat. Ja, ich spring hier rüber. Das war Mike Steele, er ist der Stuntkoordinator. Und Victor Gassier hat als Regisseur das Sagen. Er scheint es geschluckt zu haben. Ja, ich glaube, das wird mit der Zeit nichts mehr. Aber nun gut. Das ist neu für dich. Lass den Fuß einfach unten und nimm den Aufprall mit, okay? Nicht mein erstes Mal. Oh, hier müssen wir jetzt schön vorbeidriften, weil da stehen die Kameras. Und bloß nicht hier runterfahren. Das Auto ist aber auch schwammig von der Steuerung, oder beziehungsweise es ist zu stark im Lenken. Das komplette Gegenteil von anderen Autos. Ich sehe nichts, da ist ein Reifen im Bild. Ja, ich springe hier, das passt schon. Keine Ahnung, was Victor sagt, aber ich fand's cool. Boah, und Driften ist ja so schwammig. Yo, ist das schlimm. Okay, auf zumindest einen Stern möchte ich schon haben. Ich würde halt gerne einfach hier rechts runterspringen können. Aber ich glaube nicht, dass das dann als Dings zählt. Ich habe ganz kurz die Bremse angetippt. Okay, wir haben aber genug Zeit wieder, um auf die Straße zu kommen. Das ist nicht das Problem. Okay. Da oben fliegt der Heli-Schmopp da. Ja, ich springe einfach mal. Das sieht bestimmt cool für einen Film aus. Darf man den fertigen Film nachher auch sehen? Ich hoffe, das wäre so genial, wenn das irgendwie von einer anderen Kamera aufgezeichnet wird und man dann selber sehen kann von außerhalb des Autos, wie man gefahren ist. Ja, doch, das fände ich schon ganz cool. Oh, hier sind wieder Kameras. Das heißt, hier wird stylisch rumgedriftet. Ach,
Ach nee, das ist insgesamt die Zeit, die ich nicht auf der Straße fahren darf. Das resettet sich nicht, okay. Das heißt, wir bleiben jetzt ein bisschen mehr auf der Straße. Unfair. Ich musste hier hüpfen. Wir haben noch 10 Sekunden, okay. Lieber fahre ich zu langsam, wie dass ich jetzt noch ultimativ die Zeit verliere. In 400 Metern links abbiegen. Ja, in 3 Minuten schaffe ich das sowieso nicht. Also. Ja, komm. Das spart Zeit noch ein bisschen. Oh mein Gott, noch 8 Sekunden. Komm schon, bitte. Vollste Konzentration jetzt. Okay, wir haben noch 7 Sekunden, beziehungsweise 5. Das wird nichts. 3 Minuten sind überschritten. Ich hoffe, das zählt trotzdem. Jetzt einfach nur noch ins Ziel. Oder ans Ende der Strecke. Wie auch immer das jetzt heißt. Und das war's. Schnitt. Hat er es geschluckt? Hat er. Wir können das hinkriegen. Okay. Ja gut, die 2 Sterne. So schlimm ist das nicht. Genau bei 3 Minuten wären es halt die 3 Sterne gewesen. Aber das ist okay, das ist okay, das ist okay. Nachher wären wir zu Offroad gewesen, hätten wir wieder alles von vorne machen müssen. Fände ich jetzt ab. So. Cool. Mike und sein Team sind bereit. Wie weit muss ich fahren? Für den nächsten Stunt. Warum muss man immer an das andere Ende der Welt fahren? Victor denkt, ich bereite mich vor. Wobei, das ist nicht so weit, wie es aussieht, weil man hier sehr viel skippen kann. Da würde ich doch sagen, die Strecke fahren wir jetzt einfach mal zusammen. Genau. Da vorne kommt eine Steinwand. Ich bin vorher beim Zurückfahren, glaube ich, 3-4 Mal eine Steinwand gefahren, die einfach hinter einem Hügel aufgetaucht ist, die man halt auch einfach nicht sieht. Warum stehen die da? Ja, noch 4 Kilometer, wenn man abkürzt wahrscheinlich weniger. Ja, vor allen Dingen schaut euch mal die Schlaufe auf der Karte an, die man eigentlich hier fährt. Wie viel spart man? Genau sowas meine ich. Das siehst du nicht. Ja, so ziemlich ein Kilometer spart das. Als normal sterblicher Mensch, du siehst das nicht. Also, ich kann da auch nicht oben drüber gucken oder so. Aber du siehst das einfach nicht. Yo, ist das laut. Warum ist denn das so laut? Ich weiß gar nicht, ob er mich überhaupt versteht. Okay, aber den Sprung, den haben wir. Ich will nicht, dass der Sound in den roten Bereich geht vom Game. Das ist überhaupt... Ja doch, von der Lautstärke her wird es passen eigentlich. Aber der geht so weit nach oben. Ja, noch 1,9 Kilometer. So schlimm war das jetzt auch nicht, das noch kurz zu fahren. Nur hier hoch. Komm. Hier vorne noch runter. Ui. Jetzt kommt da aber nichts mehr im Weg, oder? Na, ich weiß nicht, ob wir den Berg hier hochkommen, weil da ist so eine Steinmauer. Wir probieren es einfach. Wird schon schief gehen. Nee, hat sogar geklappt. Mit einem epischen Sprung. Im Übrigen, wir fahren das Standardauto, weil immer, wenn man das Spiel neu startet, oder nachdem der Computer aus ist, man den Computer neu startet, bekommt man immer das Standardauto wieder zugewiesen. Also bei mir ist es jetzt das Corvette, weil das ist das, was ich am Anfang ausgesucht hatte. Dementsprechend ist. Ich nehme jetzt schon seit 24 Minuten auf. Wie viel da wieder rausgeschnitten werden muss. Diese ganzen Fahrtzeiten. Okay, bleib auf dem Abschnitt im Fluss und überschlag dich nicht, Frankie. Ja gut, ich probier's. Oh ja, es ist stürmisch. Szene 23, Matt Alex, Action. Ein Tempo von 97 halten. Könnt ihr das Dimensionsportal nicht aktivieren? Es wird Explosion und viel digitales Zeug geben. Aber die Wahrheit. Was soll's geben? Irgendein Portal öffnen? Yo, wenn ihr einen Film für. Wenn ihr einen Film für DC drehen wollt, meldet euch bei denen und nicht bei mir. Nicht dein Ernst! Erreiche schnell wieder 97 km/h. Ja, hab ich.
Okay, also wir dürfen echt nicht wirklich langsamer werden, weil das ist fatal. Ich weiß aber auch nicht, so ein Film, wo 3 Stunden lang nur gefahren wird, würde ich mir jetzt auch nicht gerade angucken. Gut, ich habe den Need for Speed Film gesehen, aber da wird ja nicht nur gefahren. Und hier müssen wir durch den Dings brechen. Ja, klar! Also, wer entwickelt diesen Schwachsinn, dass man manche Sachen einfach nicht kaputt fahren kann? Einfach nur noch geradeaus, oder? Wird schon stimmen. Mehr als 96,56 km/h. So einen Fahrstil habe ich lange nicht gesehen. Ja, und jetzt offenbart sich Alex Cobbins innere Zerrissenheit und Weg durch das Widerstandslager. Genau. Keine Ahnung, von was der redet, aber ich hab's geschafft, ich bin im Ziel. Jo, ich bin an jeder Kamera vorbeigefahren, die es gibt, aber ich bin im Ziel. Ja gut, was sagt denn unser Mr. Meister Zauberseister denn? Ich kann es fast nie recht machen, aber ihm gefällt dein Fahrstil, Frankie. Bereit für die nächste Einstellung? So ziemlich, ja. Doch, muss ich sagen. Szene 25. Einer flog über das Kobold-Nest. Action! Die Vorräte wurden geliefert. Jetzt muss Alex Cobalt fliehen. Nicht vor Aliens, sondern vor einer Phantasmagorie aus Angst und Zweifel. Genau. Die Kindheit zurückreißt. Ja, das Problem kenne ich auch von zu Hause. Aber ich habe einen Rally V8 ins Bild gezaubert. Also gib Schub. Barrikaden und Rampen voraus. Tempo halten. Gleich scharf abbiegen auf eine gewundene Straße. Das Problem ist, es ist schon wieder so ein Zeitding. Deswegen ist mir die Zeit egal. Ich bleib lieber auf der Straße. Weil die Zeit gibt nur Sterne und wenn ich nicht auf der Straße bleibe, muss ich die Story von vorne anfangen und... Ja, kein Problem. Ich war auf der Straße. Ey, wie unfair. Ey, das ist so unfair. Es macht Spaß, irgendwie so dieses, in Anführungsstrichen, Filmset mitzuerleben. Also es ist cool gemacht, doch. Hier ist jetzt irgendwie, da wo ich gegenfahre, das ist wieder nicht durchlässig. Jo, und da sind wir von der Straße runter. Ich lenk voll ein. Also, hallo, kannst du weiterfahren, bitte? Danke. Es ist eine gerade Strecke. Wie kann ich hier von der Straße bitte abkommen? Ich bin auf der Straße. Ich weiß nicht, woran eine Straße definiert wird, aber ich finde, eine Straße wird daran definiert, da wo der Weg ist, so. Hier, ich bin auf der Straße mit zur Hälfte. Also, oder das Game ist halt wirklich, ich gestehe, das war jetzt nicht auf der Straße, aber die Lenkung, sie funktioniert einfach nicht. Das Auto ist grauenhaft zu steuern. Ja, einfach nur noch ins Ziel jetzt, komm. Ja, schaffe ich nicht mehr unter 1,50. Egal, aber wir sind im Ziel. Perfekt. Sehr schön. Wo hast du bloß gelernt, so zu fahren, Frankie? Ich bin halt ein Profi. Okay. Okay. 1 Stern für uns, ja. Ah. Ist okay, will mich jetzt darüber nicht beschweren. Wir mussten darauf achten, nicht Offroad zu fahren. Ich habe da ein paar Improvisationsideen. Wir könnten eine Szene am Strand drehen. Oder ja. Auf dem Flugzeugfriedhof. Ich bin nicht ganz sicher, also entscheide du. Oh, wir müssen uns entscheiden jetzt. Na, ich finde der Flugzeugfriedhof... Ja, ich glaube,
Ich glaube, das mit dem Friedhof ist ein bisschen epischer. Deswegen hätte ich jetzt das genommen. Wie weit müssen wir denn fahren? 5 Kilometer. Erstmal noch ein Wheelspin. Und dann gibt's den Cut. Und ich skippe das Ganze. Ja, ein Ford. Cool. Leute, das Game ist gerade abgestürzt. Ich starte jetzt nochmal neu und fahre nochmal zum Punkt. Bis gleich. Okay, ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder alles. Ich habe jetzt den Computer neu gestartet. Ja, weil auch nach einem Neustart von Forza 5 ging gar nichts. Dementsprechend habe ich jetzt kurz den PC neu gestartet und dann lief es wieder. Und somit können wir ganz genüsslich... Du hast dein Ziel erreicht. Zu weit fahren? Nein. Zum Drehort fahren, und zwar auf dem Flugzeugfriedhof. Genau. Mal gucken, was uns denn da erwartet. Immer noch wortkarg, was, Frankie? Wie unerwartet. Machen wir weiter. Was muss ich denn machen? Impro-Szene, Suchszene, Action! Ja, also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Schleudere den Wagen einfach ein bisschen herum oder so. So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, gib einfach Gas und improvisier ein wenig. Bleib auf der Piste, da bist du genau im Bild. Wow, Frankie! Du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Er hat vielleicht einen Verdacht. Ja, wir müssen etwas vorsichtiger sein. Ich habe jetzt 1000 Fähigkeitspunkte und soll auf der Strecke bleiben. Ich glaube irgendwie nicht, dass das noch zur Strecke zählt. Aber hä? Wohin denn? Vorne hat er Blitz eingeschlagen. Das sieht sehr episch aus. Ach doch, einfach nur Punkte verdienen. Ach komm. Hier ultimative Zerstörung. Hier zerstören. Aha. Nicht den Baum berühren. Hunderttausend brauche ich. Für 3 Sterne. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Na, also wir müssen jetzt einfach hier nur unter Beweis stellen, wie toll wir doch im Driften sind oder halt allgemein im Fahren. Okay, 14.000 Punkte. ...73.000 haben wir jetzt. Ja, das gibt schön Levelaufstieg da oben. Zerstörung gibt schön Punkte. Ja, wir könnten vielleicht, wenn wir Glück haben, 3 Sterne erreichen. Na ja, komm, noch ein bisschen mehr, mal 3 wäre gut. Ja, das könnte schon sein. Stopp, die Punkte müssen auch noch verrechnet werden. Zählt das noch dazu? Was soll ich Victor sagen, wer wirklich hinterm Steuer sitzt?
Spaß, Frankie. Ich mach nur Witze. Yes, es sind die drei Sterne. 102.000 Fähigkeitspunkte. Okay, wir sind Profis. Ja. Okay, wir drehen noch. Gut. Hier gibt's dann einen erneuten Schnitt und wir fahren zur letzten Mission. Jo. Bis gleich. Okay. Ungelogen, Leute, ich nehme jetzt seit fast einer Stunde auf. Die Hälfte wird sowieso weggestimmt. Das ist jetzt sowieso die letzte Mission, die wir machen. Du hast dein Ziel erreicht. Nach der Mission hören wir auf und splitten das in eine andere, in eine zweite Folge. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Sieh an, sieh an! Die beiden Meisterverbrecher auf frischer Tat ertappt. Dass ich deinen Fahrstil nicht früher erkannt habe, Jungspund. Mike, schön, dass du da bist. Wie gefällt dir dieser Dummy vom Art Department? Der wirkt so echt. Spaß dir, Frankie. Das ist eine geniale Idee, aber wenn ihr Victor weiter täuschen wollt, braucht ihr meine Hilfe. Gut, dass du da derselben Meinung bist, Mike. Ha! Du redest ja! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, steig ins Auto. Eine große Ja, ich kann reden. Szene 43, Zeitreise, Vulkansprung. Vulkansprung? Leute, es wird doch noch episch heute. Vulkansprung? Na los, Jungspund. Ich habe die Eröffnungsfeier gesehen. Auf den Hügel! Dieses Fahrzeug ist eine Mike Steel Sonderanfertigung mit neuem Motor und neuer Aufhängung. Ja, das finde ich super. Wir müssen weiter als 100 Meter springen. Ja, aber das sollte doch machbar sein, oder nicht? Leute, drückt mir die Daumen. Wie muss ich denn davon fahren? Schön, einen richtigen Fahrer hinterm Steuer zu haben. Jo, das war ich vorher auch schon. No way. Okay. Okay. Weiter als 100 Meter. Das sollte ja nicht so schwer sein, oder? Ach, ich versuch's einfach. Komm, 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 komm. Yeah! Wow. Na, so ein bisschen mehr als 100 Meter haben wir. Das war episch. Gut gemacht. Frankie. Großartig, gut gemacht. Aber das bleibt unter uns. Ja gut. Zwei Sterne. Man hätte noch weiterspringen können. Bei 366 Meilen. Toll, das kann ich jetzt schlecht umrechnen. So, ich habe keine Ahnung, was so der Umrechenfaktor zwischen Meilen und Kilometer ist. Ich glaube 1,5 oder irgendwie sowas. Oder 1,4. Hey, Jungspund. Wir bereiten einen neuen Stand vor. Komm doch mal vorbei. Erstmal holen wir noch den Wheelspin. Zeit zum Erweitern. Erstmal holen wir noch den Wheelspin ab. Und dann ist die Folge leider auch schon wieder vorbei. 200.000 nehmen wir noch mit. Wie viel Geld habe ich jetzt? Ja, fast 6 Millionen. Ich werde arm. 9 plus Meisterungspunkte, 12 haben wir. Die investieren wir dann in das richtige Auto. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, supportet gerne, weil ich habe jetzt 65 Minuten aufgenommen. Und ich muss das alles noch schneiden und durchgucken. Dafür bitte ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und ciao. Perfekt.